Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Und zwar werde ich euch heute zu meinem Rückentraining mitnehmen und werde darauf eingehen, wie ich das Ganze gestalten werde. Aktuell befinde ich mich ja in meiner Wettkampfvorbereitung. Mittlerweile sind jetzt noch 9 Wochen und ich würde sagen, ich werde nicht lange reden und wir sehen uns gleich wieder. Da ich zu dem Zeitpunkt noch kein gescheites Mikrofon hatte, werde ich das diesmal als Voice-Over sprechen. Und was mir noch aufgefallen ist, ich wollte euch zu meinem Brusttraining mitnehmen und nicht zu meinem Rückentraining bzw. Brust-, Schulter- und Trizepstraining. Aktuell starte ich mit einer Schrägbank-Variante, um die oberen Brustfasern bzw. die gesamte Brust optimal zu treffen. Hier hat sich natürlich die Maschine sehr gut geeignet. Gestartet bin ich hier mit 3 Sätzen à 12 Wiederholungen und übergegangen bin ich dann zum Schrägbankdrücken. Bei uns im Studio mache ich immer Kurzhanteldrücken. Mit 3 Sätzen wieder a 12 Wiederholungen aktuell. Da ich den Fokus in der Aufbauphase stark auf den oberen Brust hatte. Danach ging es weiter mit einer fliegenden Variante. Hier kann ich das Ganze lieber empfehlen, an einer Maschine oder am Kabelzug zu machen, als mit Kurzhanteln. Ich habe das Ganze hier an der Maschine gemacht, da ich das in meinem Studio immer am Kabelzug mache. Das mache ich meistens am Ende noch des Brustworkouts und hier habe ich das Ganze noch mit 3 Sätzen und wieder a 12 Wiederholungen gemacht. Aktuell habe ich noch ein geringes Volumen, also mit 3 Sätzen trainiere ich meine Brust. Ich steige das meistens auf 12 bis 16 Sätze, je nachdem in was für einer Phase ich bin, aber in der Wettkampfphase halte ich das immer noch etwas gering. Übergegangen bin ich dann zum Seitheben mit der Kurzhantel, um optimal die seitlichen Schultern noch zu treffen. Teilweise verbinde ich das Ganze mit Seitheben am Seilzug, so dass ich immer 2 Sätze à 12 bis 15 Wiederholungen Seitheben mit Kurzhanteln und 2 Sätze mit 12 bis 15 Wiederholungen, bis die Schultern quasi komplett kaputt sind. Also ich gehe mal bis zum Muskelversagen, egal in welcher Wiederholung. Wiederholung, Übung natürlich meine ich. Zum Schluss wird bei mir natürlich der Trizeps trainiert. Hier mache ich immer eine drückende Variante, damit ich den kleinen Teil oder den kleinen Kopf des Trizeps besser anspreche oder treffe. Und einmal eine Übung, wo ich über Kopf ziehe, um den größeren Kopf des Trizeps einfach besser zu treffen und optimal zu fokussieren. Natürlich trefft ihr alle beide Köpfe bei den Übungen, aber ihr könnt das trotzdem jeweils besser fokussieren, ob ihr eine Übung über den Kopf macht oder eine drückende Übung macht. Die meisten machen eher drückende Übungen anstatt Übungen über den Kopf, wo der Trizeps natürlich am Ende größer wirkt, weil es dann größeren Kopf des Trizeps anspricht. Dann mache ich meistens noch 3-mal in der Woche Bauch. Diese Übung mache ich hier am liebsten mit 3 bis 5 Sätzen, a 12 bis 15 Wiederholungen. Das war es eigentlich. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen, meine Einblicke. Ich nehme euch das noch zum Essen mit, was ich nach dem Training esse. Wenn euch das Video, wie gesagt, gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo, Kommentar. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. So, ich bin jetzt fertig mit dem Training, werde mir jetzt noch einen Shake nehmen. Normalerweise gibt es immer eine kohlenhydratreiche Mahlzeit, damit die Muskeln mit Kohlenhydrate versorgt sind und die quasi nicht das Protein zur Energiegewinnung anziehen. Deswegen gibt es immer Kohlenhydrate nach dem Training und Proteine, damit auch die Muskeln definitiv versorgt sind. Heute gibt es noch einen Shake und wir gehen jetzt noch was essen und ich werde euch dann noch zeigen, was ich jetzt esse. Und egal, wie ich das Ganze mache, ist ja egal, das könnt. Dazu wird nochmal ein extra Video folgen, um quasi so ein Full-Day-Fitting in meiner Wettkampf-Diät euch zu zeigen, wie ich mich ernähre. So, ich habe mir jetzt was zu essen geholt. Ich habe jetzt eine Streifen geholt. Die checke ich natürlich rein, weil es gab keine Zuckerfreie. Und dann habe ich mir einmal Reis geholt, wo ich den Arm nicht vertrauen. Letztes waren es um die 500 Gramm. Ja, ich würde sagen, es sind ungefähr 400 Gramm Reis, ungefähr 100 Gramm Hähnchen, dann ein bisschen Röstzwiebel. Und ich track meistens noch 10 Gramm Öl mit rein, weil das Ganze ja in der Pfanne angebraten wird. Ich werde es mir jetzt schmecken lassen und ich werde euch jetzt noch mitnehmen, wie ich das Ganze esse.